Heute mal ein Flut abkannen, mit der ich in ewigen Hintergrund so verschwunden kann und durch einen anderen Hintergrund ersetzen kann. Auf ihrem Internetseite doinc.com fand ihr auch viel Flut-Tutorials, wie DAP zu benutzen ist. Für einen kleinen Überblick zu gehen, wechseln wir mal auf den iPad-Screen. Ihr könnt da am Klängen mit einer ewigen Decken, einem Karton oder T-Shirt machen. Als erst starten wir Doinc Green Screen ab. Hier haben wir drei Ebenen. Die erste ist die, die über allem ist. Die anderen zwei leihen du hinnert. Als erst filme ich alles ganz normal mit meiner Kamera. Wenn ich fertig bin, drücke ich auf den Plus, für das Video oder das Foto zu importieren. Hier ist es wichtig, dass wir die mittelste Spur holen. Wie ihr seht, ist mein Hintergrund nur schwarz. Das ist, weil das Programm die Grenzfarbe schon rausgeschnitten hat. Falls es noch nicht gut genug ist oder ich keinen geringen Hintergrund tun, kann ich hier auch die Farbe mehr präzise ausschneiden. Wenn ich zufrieden bin, drücke ich auf dann. Lo könnt das spannend. Hol mir un, mir hätte vier Drohnen wieder Bericht abgeholt. Dann sichere ich mir ein Foto. Ersetzen sie ganz nur Hannen. Auch schon habe ich mein erstes Greenscreen-Video gedreht. Ich schwebe noch an der Luft und sind ein bisschen groß. Das kann ich ganz einfach ändern, indem ich als erstes auf die mittelste Ebene drücke. Und mich dann am Fanger regeln und eventuell auch mich klein machen.